Ja, hallo zusammen und seid mir ganz herzlich gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Nier Automata. Ich war die ganze Zeit im Pause-Modus. Das Spiel lief im Hintergrund weiter und ich habe mich gerade selbst ein bisschen erschrocken wegen dem Gegner. Ja, wir haben mich hier beim letzten Mal mitten im Nirgendwo aufgehört. Wobei, so im Nirgendwo sind wir gar nicht. Eigentlich sogar ganz nah dran an unserer eigentlichen Hauptstory, aber... wie wir dieses Let's Play bereits kennenlernen durften, ignorieren wir diese erstmal geflissentlich und werden gucken, dass wir weitere Nebenmissionen abschließen können, denn davon gibt es noch haufenweise. Wir haben in der letzten Folge mehr oder weniger erfolgreich die ein oder andere schon bewältigt, beziehungsweise an der einen oder anderen gearbeitet. Und diese Geschichte, die ich jetzt gerade markiert habe, am Ende der letzten Folge sozusagen... Die hat meine Aufmerksamkeit etwas erregt. Und das ist nicht diese Tempomission, wo wir im Wettrennen gegen diese eine Maschine da antreten müssen. Das muss irgendwas anderes sein. Und ich glaube, das Pünktchen ist auch noch gar nicht so lange da. Aber ich bin mir auch nicht sicher. Oder war hier... Ah, doch, doch, doch. Hier war der Auftraggeber. Jetzt erinnere ich mich dunkel wieder. Ist das damit abgeschlossen? Oh Mann, du hast mir echt den Hintern gerettet. Ich nehme die Chips jetzt an mich. Gerne. Danke. Oh, ich weiß, es ist nur ein kleines Zeichen, aber nimm. Aha, und eine neue Stufe. Oh, ich habe eine kaputte Mutter. Jetzt fehlt nur noch der kaputte Vater und dann sind sie vielleicht beide wieder gesund. Verbeulte Platte habe ich, glaube ich, auch für irgendwas gebraucht. Okay. Aha. Aha. Ich weiß gar nicht mehr, ob die Mission so schwer war, aber die Belohnung ist auf jeden Fall ziemlich gut. Schön, dass ich euch Leutchen vertrauen kann. Beim nächsten Mal stelle ich euch meiner Familie vor. Okay. Aber ich hoffe, die kaputte Mutter, die du uns überreicht hast, ist nicht deine kaputte Mutter, obwohl dann hättest du drei davon. Und ja, ich weiß, was eine Mutter ist, auch wenn ich mit so Handwerksgedöns nicht so vertraut bin. Schön, dass ich euch... Achso, jetzt wiederholt er sich. Okay. Ja, cool. Ich dachte, hier kommt jetzt was völlig Neues auf uns zu. Dabei ist das nur der Abschluss von etwas, was wir bereits erledigt haben. So, hier können wir jetzt das Rennen starten. Darauf habe ich aber keine Lust. Das demotivierte mich in den letzten beiden Folgen dann doch irgendwie ein bisschen zu stark. Deswegen gucken wir jetzt erstmal, dass wir uns um andere Dinge kümmern. Zum Beispiel... gibt es hier noch was. Wobei ich glaube... dass das Servo-Thema ist, aber eigentlich dürfte es das doch gar nicht sein, weil wir für den doch irgendwelche Teile noch sammeln mussten, oder? Oder habe ich die inzwischen beisammen und kann die abgeben? Vielleicht ist er das auch gar nicht, aber ich glaube, auch wenn ich jetzt so unten in der Minimap sehe, wo ich mich hinbewege und wo ich den in Erinnerung habe, das wird er sein. Also auch hier möchte ich jetzt eigentlich ungerne... nochmal einen Kampf gegen ihn machen. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal... Oh mein Gott, okay. Der hat seine nächste Stufe erreicht. Wundervoll. Aber der hat mich ja auch immer gefragt, ne, ob ich gegen ihn antreten möchte. Warte mal, speichern. Möglich steht da oben, deswegen mache ich das jetzt einfach mal. Und draußen regnet es wie verrückt. Also hier bei mir jetzt im Real Life quasi. Das heißt, wenn ihr irgendwie... Regen gegen Fenster plätschern hört oder so, dann kommt das von mir. Kann ich leider nicht komplett rausfiltern, wenn man es hören sollte. Ich glaube, das war bisher noch nie der Fall. Aber komischerweise nehme ich meistens auf, wenn es eben nicht regnet. Deswegen fühlt sich das gerade so ein bisschen komisch an. Wow, also ich glaube, das hier wird etwas sein, was ich erst sehr, sehr spät versuchen werde. Einfach auch vor dem Hintergrund, dass... der letzte Kampf schon so ein Krampf gewesen ist. Oh mein Gott. Aber vielleicht ist er auch... Was steht da drüber? Aufgabe. Ja, leider steht da eine Aufgabe. Hi. Wenn man bedenkt, wie klein der war. Überlegt mal, wie klein und niedlich der war ganz am Anfang. Aber vielleicht will der ja nur Danke sagen und... Ja, ach, nee, komm. Reden wir uns das nicht schön. Ja, das verlorene Kind kehrt wieder einmal zurück. Das ist doch noch derselbe seltsame Maschinenmönch wie beim letzten Mal, oder? Oh, 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 Vater Seo wollte die Geschenke seiner Schäfchen genutzt, um sich unvorstellbar mächtig zu machen. Wagst du es, die verbotenen Früchte seiner Arbeit zu probieren?
Darf ich erstmal hungrig bleiben oder habe ich dann für immer die Mission versemmelt? Ach, wie schade. Komm zu Vater Servo, wenn du mal deine... wenn du deine Meinung änderst, okay? Ich habe echt Respekt davor. Also wie gesagt, ich habe das heute noch aufgezeichnet mit dem Kampf. Und nochmal will ich mir beide Hände jetzt nicht verkrampfen. Also lass uns erstmal warten, bis wir vielleicht die nächste Waffe einmal wieder aufgestuft haben. Bis ich meine Kapazitäten erweitert habe, bis ich mich kurz am Hals gekratzt habe. Und ich weiß ja, wo ich ihn finde. Wir sind ja nur schon mehr als einmal da gewesen, deswegen... werde ich das nicht aus den Augen verlieren. Schade, dass die Mission jetzt hier nicht auch den Namen schon hat. So, also grob werde ich das bestimmt einordnen können, wenn es drauf ankommt, aber ja, zu 100% sicher bin ich mir da irgendwie auch nicht. So, hier haben wir den Tempostern. Maschinenprüfung. Was ist hier? Ach, das ist die Umzugsbegleitung, alles klar. Eigentlich gucke ich gar nicht so sehr hier mal die einzelnen Spots an, um... das wäre dumm. Um mir die Mission dazu anzugucken, sondern einfach um meine Orientierung wiederzukriegen. Weil ja in dieser Weltkarte gar nichts eingezeichnet ist. Also außer die Umrisse, da sind ja nicht mal so grob Gebietsnamen oder sowas drüber. Ich glaube, auch das hätte die Orientierung hier ein Stück weit vereinfacht. Aber naja, so langsam gewöhnt man sich dran, so ganz langsam... Aber die Lieblingskarte oder den Preis für die schönste und coolste Karte, mit der ich am liebsten gearbeitet habe, die wird das Spiel mit Sicherheit nicht gewinnen. Rostiger Klumpen und... Oh! Achso, hier ist schon mein Ziel. Okay. Warte mal, eigentlich wollte ich erstmal den kleinen Mann hier aus dem Weg räumen. Genau so. Und die Teile auch einsammeln, beziehungsweise das eine Teil. So, das war sogar missionsrelevant. Maschinenprüfung? Ich dachte, der Große hier wäre... Wie bin ich denn da gerade reingelaufen? Ey, da sollte man doch echt meinen, dass ich das jetzt schon hier irgendwie verinnerlicht habe, wie das läuft. Und dann mache ich hier noch voll den minderbemittelten Fehler. Okay, aber warte mal. Ich weiß ja jetzt, wie ich mich heile, ohne ins Menü zu gehen. Seitdem ist das hier auch alles ziemlich chillig. So, jetzt mal aufpassen. Gucken, was der so macht. Irgendein Bauteil ist ihm gerade abgeflogen. Mein Mitleid hält sich in Grenzen. Übernimmt bestimmt die Versicherung, Kumpel. Achso, ich dachte, der wollte mich boxen. Aber der, boxt irgendwie nur 9S. Bin mir immer noch nicht sicher, ob die alle so das gleiche Modell darstellen oder ob es da Unterschiede gibt. Aber ich glaube, gegen so einen haben wir schon mal gekämpft. Und irgendwie trifft er mich nicht. Bin ich aber auch nicht traurig drüber, wenn ich ehrlich bin. So... Eigentlich wäre es ganz cool, wenn ich irgendwann mal die Mission auf meiner Minimap noch auf einer Hand oder von einer Hand abzählen könnte. Das ist irgendwie so mein Etappenziel. So, diese Geschichte haben wir auf jeden Fall erledigt. War hier nicht noch in der Nähe was anderes? Warte mal, das hier kann weg. So, dann haben wir hier noch etwas. Warte mal, was war? Ah, da wollte ich sowieso hin. Ist das hier der Übergang... Nee, das hier ist der Übergang. Obwohl, aber hier war auch ein Übergang. Was bist du denn hier für eine Ecke? Fotos. So, hier habe ich ja ein bisschen was zu erledigen. Hier ist einmal was Neues. Das hier kann ich, glaube ich, sogar abschließen, weil für die sollte ich, glaube ich, irgendwas erledigen. Jean-Pauls Melancholie ist eigentlich noch nicht abgeschlossen. Ja, okay, so wahnsinnig viel gibt es da eigentlich auch nicht zu tun. Außer, dass ich die Mission hier abgeben könnte... Und mir angucken könnte, was da noch Neues ist. Also dadurch, dass die Belohnungen eigentlich immer ganz cool ausfallen, würde ich es schon gerne auf einen kurzen Blick ankommen lassen. Einfach mal vorbeischauen. Ich dachte gerade, da wäre eine Riesenmaschine. Aber da... Wisst ihr noch, da bin ich ja früher nicht weitergelaufen. Warte mal, lass mich mal ganz kurz gucken. Das hatte ich ja gar nicht auf dem Schirm. Ich weiß noch, in irgendeiner Folge ist mir das wieder eingefallen, aber dann habe ich das auch direkt wieder verdrängt. Ich habe nicht mal den blassesten Schimmer, wo mich das hinbringt. Ich weiß auch nicht, ob ich dafür schon stark genug bin. Wir können dann vielleicht in dieser Folge sogar mal gucken, ob wir da immer noch einen Warnhinweis bekommen, wenn ich da über die Brücke latsche. Aber erstmal will ich hier ein bisschen aufsammeln und gucken, ob
ob ich da hinkomme, wo ich eigentlich hinkommen möchte. Ah, doch. Den Block habe ich doch damals verschoben. Das war doch auch wieder so ein glorreicher... glorreich in Anführungsstrichen, so ein glorreicher Moment. Aber egal. Genau, hier bin ich nämlich damals rausgekommen und dann wurde hier alles schwarz-weiß. Ja, ich weiß noch. Ich weiß noch. What was all that about? No idea. Sie wird es uns bestimmt gleich verraten. Aber nicht Suizid begehen oder so. Ja, ich mag euch hier voll in dem Dorf. Das sah gerade höchst dramatisch aus. Vielleicht wird hier auch gerade nur eine Daily Soap gedreht. Auf mechanisch quasi. Entschuldigung. Achso. Ich dachte gerade, sie sagt das. Da stand gerade irgendwie Mutter von irgendwas. Ich habe den Namen leider nicht gelesen. Entschuldigung, darf ich fragen, was gerade passiert ist? Muttermaschine, genau. Ach, das ist so peinlich. Aber wenn ihr es unbedingt wissen wollt, ich hatte ein Streitgespräch mit meinem Kind. Was du nicht sagst. Der Junge wollte nicht auf mich hören und jetzt ist er weggelaufen, wer weiß wohin. Das ist jetzt ziemlich dreist von mir, aber könntet ihr ihn wohl suchen und nach Hause bringen? Ich würde ja selbst gehen, aber alleine könnte ich da draußen niemals überleben. Natürlich helfen wir. Wir werden sehen, was wir tun können. Ja, guck dich nur an, du Weichei. Was? Hä, hat er das zu uns gesagt? Nein, es? Und wenn ja, warum? Wen hat denn der da gerade so beleidigt? Bitte bringt mein Kind nach Hause, bitte. Tut mir schon ein bisschen leid. Aber ich möchte mich trotzdem erstmal im Dorf umgucken. Ich meine, vielleicht kriegen wir eine Belohnung, die uns so stark macht, dass wir dann noch hilfreicher sein können bei der Suche deines Sohnes. Ich könnte jetzt natürlich bei dem Typen, der das Geld sammelt. So this machine mother has a child, eh? It's surprising to see them form familial units like that. I wonder if they'll let us examine their brain circuits if we bring the kid home. Your scientific curiosity is getting out of hand, 9S. Joking! I'm joking! Mostly. Ja, in dem Fall wahrscheinlich eher nicht. Ich wollte gerade sagen, dass ich eigentlich dem Typen jetzt auch wieder ein bisschen Geld bringen könnte, aber ich glaube, ich möchte erstmal für meine Kapazitäten Dingsgebumse da sparen. So, ihr bietet nichts Neues an, ne? Ich hatte ja irgendwie gehofft, dass die irgendwann aufstocken, aber das tun die nicht. Jeder Händler, also wir kennen ja bisher nur zwei Waffenhändler, glaube ich. Die haben bisher ihr Sortiment immer beibehalten, hat auch was für sich, also fühle ich mich nicht genötigt, bevor ich irgendwo einkaufe, nochmal bei anderen Läden nachzuschauen. So, ich habe auch gerade gesehen, dass ich fast wieder bei 30.000 bin. Das heißt, theoretisch kann ich mir jetzt wieder ein Kapazitäten-Upgrade leisten. Ich will nur erstmal gucken. Warte mal, hier gab es doch noch irgendwie... Ach ja, ich weiß, ohne dass ich auf die Karte gucken muss, ist es mir jetzt in diesem Moment eingefallen. Und zwar hier unten. Genau, bei den beiden, da wollte ich nämlich unbedingt vorbeischauen. Das ist es. Jetzt kann mein Begleiter reparieren, was ihn so eingeschränkt hat. Ich bin ja so froh, dass wir euch vertraut haben. Wir werden diesen Ort hier so schnell wie möglich verlassen. Bitte haltet uns die Daumen, dass wir sicher entkommen. Okay, Perle mal 5. Oh, Perle habe ich für irgendwas benötigt. Das finde ich gut. Für irgendein Upgrade, was mir wichtig war, war, glaube ich, eine Perle notwendig. Also beziehungsweise mehrere. Wir werden diesen Ort hier, das hat er gerade schon gesagt, genau. Kann ich mit dir auch noch reden? Ja. Ey, der Cursor, der springt manchmal so bekloppt hin und her. Da kommen gar nicht Erinnerungen an die letzte Folge hoch. Oder war das die vorletzte? Ich habe keine Ahnung. Eigentlich möchte ich nur mit der Person hier links sprechen, aber da. Da war der Knubbel gerade auf ihr. Aber das reicht halt auch nicht, ne? Weil der muss mir auch Kreis anbieten. Ey, was ist das denn für ein Scheiß? Warum geht denn das so schwer hier? Das war doch am Anfang des Spiels noch nie ein Problem gewesen. Ich glaube, das liegt wirklich nur an einzelnen Personen. Ja, dann rede ich halt nicht mit dir. Mir doch egal. Unsere Belohnung haben wir bekommen. Da müssen wir jetzt durch. So, die habe ich schon mal zwischen die Beine geguckt. In meinem gynäkologischen Auftrag nachgegangen. So. Okay, das, ich wollte den Namen eigentlich nicht mehr vorlesen, weil ich die eh immer falsch ausspreche. Oh, aber Geld. Geld lässt ja viel da.
Das heißt, Widerstandslager, da werden die Kassen wieder klingeln. Beziehungsweise unsere Geldbeutel sich leeren. Wisst ihr, was ich trotzdem nicht verstehe? Wenn ich denn noch etwas offen habe, warum wird dann trotzdem das Pünktchen da noch eingezeichnet? Wahrscheinlich, weil er jetzt auf das reagiert, was ich von der Dame aus dem Vergnügungspark mitgenommen habe. Die hatte mir irgendwas für ihn mitgegeben. Das war diesmal kein Brief gewesen, sondern irgendwas anderes. Ich habe aber vergessen, was das war. Warte mal, gucken wir mal, dass wir ihm das überreichen und wie er dann drauf reagiert. Ich müsste halt nur noch den Weg finden, aber ich glaube, das war hier, oder? Jawohl. Hi, Jean-Paul. Hallo, Jean-Paul. Hast du einen Moment Zeit? Momente sind vergänglich, man kann sie nicht besitzen. Ein verstrichener Moment ist ein verlorener Moment, ein Symbol apathischer, unbeschränkter Untätigkeit, die... Könntest du vielleicht einfach dieses Geschenk annehmen? Ein Geschenk? Lass mich mal sehen. Hier, bitte. Ah, ja, faszinierend. Die Maschine, die es uns gab, sagte, du seist sowohl suspekt als auch faszinierend. Anscheinend ist dieses sogenannte Geschenk lediglich ein Stück schmuckloses Glas, daher kann ich nur mutmaßen, dass... Sollen wir der Frau, die es dir geschenkt hat, eine Nachricht überbringen? Für eine läppische Belanglosigkeit, nein. Also gut. Lass uns gehen. Okay. Eigentlich voll grob, weil sie es bestimmt voll lieb gemeint hat, aber... Auf der anderen Seite sparen wir uns dann den Weg. Oho, seid ihr gekommen, um euch auch meine Lesung anzuhören? Ich habe schon genug gehört, danke. Okay, immerhin ist das Pünktchen weg. Deswegen bin ich eigentlich primär hier gewesen. Ja, und natürlich auch, um das Geschenk abzugeben. So. Das heißt, hier im Dörfchen sind wir eigentlich durch. Solange ich mich nicht doch kurzerhand dazu entschließen sollte, dem... Wie heißt der? Dem Narren-Erfinder oder so? Dem jetzt doch irgendwie ein bisschen Geld dazulassen. Schade, dass man hier nicht runterspringen kann, sondern wirklich immer diese Leitern suchen muss. Ich weiß nicht warum, auch wenn das optisch total abweicht, aber so ein bisschen hat mich schon seit dem ersten Besuch dieser Ort hier an den Adlerhorst aus Teil 1 erinnert. So. Wahrscheinlich, weil das hier alles irgendwie so komische Holzstege hier miteinander verbunden ist und so... Weiß ich nicht, so vom Aufbau her, obwohl das auch nicht 1:1 vergleichbar ist, aber das war somit meine erste Assoziation. So, jetzt gucke ich mal hier. Was? Wieso? Wieso aktualisiert? Hatten wir das nicht abgeschlossen? War das wandernde Paar nicht das, was ich gerade eben... Wo ich gerade eben versucht habe, die Tante anzuquatschen, die nicht mit mir reden wollte? Keine Ahnung. Ich glaube, ich werde jetzt hier doch mal ein bisschen Geld lassen. War der schon immer rot markiert? Ach, guck mal, wir haben bald die 10.000. Wollen wir die nicht einfach mal voll machen und gucken, was passiert? Da wird bestimmt irgendwas passieren. Jetzt sind wir dann sogar schon bei der Obergrenze 900. Dann geben wir ihm mal 1.000. Geschickter Investor, das kennen wir alles schon. Jetzt passiert bestimmt irgendwas, oder? Das ist doch ein guter Meilenstein. Das hier kennen wir, glaube ich, auch schon. Zurücksetzen plus 1 Chip und Meteorit. Keine Ahnung, ob wir den vorher schon mal gefunden haben, aber ich glaube, der ist wertvoll. Doch leider hat die überwältigende Arbeit meine Finanzen erschöpft. Wären Sie bereit, erneut in meine Mühen zu investieren? Zeig mal an hier. Ich finde es immer noch so doof, dass man hier nicht angezeigt bekommt, wie viel Geld man eigentlich hat. Aber ich werde jetzt erstmal davon absehen. Ja, ja, ja. Das Thema hatten wir alles schon. So. Wir werden uns auf jeden Fall wiedersehen, Kumpel. Ich meine, irgendwann wird mein Rucksack in Anführungsstrichen voll sein. Und dann werde ich mir wieder andere Prioritäten setzen können. Wüsste trotzdem gern, was die Obergrenze von dem ist. Aber bitte nicht verraten. Also das bitte nicht als Aufforderung sehen, mir einen konkreten Betrag zu schreiben oder reinzuschreiben. Und mich gerne überraschen lassen und mich freuen, wenn es dann wirklich soweit ist. So, das heißt, wir können uns jetzt wieder neuen Zielen widmen. Die große Frage ist, in welche Richtung möchte ich mich am ehesten orientieren? Eigentlich... Ach so...
Ah, ich verstehe. Die werden wahrscheinlich so ein Wanderpärchen sein, die man immer wieder an verschiedenen Orten antrifft und irgendwann hat man das halt abgeschlossen. Familienstreit? Ach, der Sohn. Ja, lass doch den Sohn jetzt erstmal suchen, der uns da entgegengerannt kam. Da bin ich ja hier eigentlich auf der richtigen Seite, ne? Oder? War das hier? Ja, das war hier. Genau. Da kam uns der Kleine entgegengerannt. Hier ist die Mami. Gucken wir mal, dass wir den jetzt finden. Ich glaube, das ist auch gar nicht so weit vom Widerstandslager entfernt. Dann kann ich da nämlich meinen nächsten Plug-in-Chip kaufen. Und dann mal gucken, dass wir da wieder ein bisschen stärker werden. Und ja, so langsam geht das. Also wenn man die ganzen Nebenmissionen macht, dann kommt das Geld eigentlich auch recht schnell rein. So, jetzt muss ich mal gucken. Guck mal, das ist aber ein helles Schwein. Die haben ja auch unterschiedliche Farben. Das ist ja süß. So, warte mal. Du bist jetzt unser neues Reittier. Ich muss nochmal gucken, wie das nochmal geht. Alle Gegenstände. Und hier hatten wir doch irgendwo den Tierköder, oder? Bin ich schon an dem vorbei? Tierköder. Hä, war der nicht irgendwie mal ganz unten? Okay, ich muss an dem vorbei sein. Beute. Okay, so langsam zweifle ich schon wieder an meinen Augen. Aber guck mal, der Meteorit, den haben wir wirklich nur einmal bisher. Wo ist denn dieses olle? Oder habe ich davon nichts mehr? Da, Tierköder, 9 Stück sogar. Verwenden. Hallo? Ich will das weiße Schwein. Du bist doch mein Glücksschwein. Dich nehme ich aber auch. Ach, guck mal, jetzt kommt's. Braves Duzi du. So, wahrscheinlich werde ich jetzt nicht so weit mit dir kommen, aber egal. Das sieht irgendwie ein bisschen ungesund aus mit all seinen Rötungen. Aber es scheint sich zumindest so bester Gesundheit zu erfreuen. Es wirkt nicht krank bei seinen Bewegungsabläufen. Muss man, glaube ich, also hoffentlich keine Sorgen machen. So, und jetzt haben wir den kleinen Racker. Careful, Tubi. I'm picking up host. Over there. Das war so klar. Das war so klar. Lass den kleinen Mann in Ruhe. Greife ich überhaupt den richtigen an? Ja. Okay, warte mal. Ich muss mal eben kurz runter. Achso, ja, einsammeln ist. Was? Ich habe Crit-Treffer plus. Kritische Treffer plus bekommen gerade. Kam das vom Gegner? Keine Ahnung. Tschüss, Schwein. Gute Besserung. Easy there, little guy. It's all right. You weren't scared, were you? We should leave before more enemies arrive. Come on, kid, don't be unreasonable. Any ideas, 2B? I've never dealt with a snot-nosed machine before. You got me. Uh-oh, more enemies incoming. I'm on it. Ich wollte gerade sagen, solange die nicht auch nur im Ansatz so stark sind wie bei dieser Parade da, die wir schützen mussten. Soll mir das recht sein? Wir sind aber relativ low-levelig, deswegen ist das schon okay so. Nein! Aber ich kann dem gar keinen Schaden machen, sehe ich gerade. Oder missinterpretiere ich dieses Zeichen da gerade? Ich glaube, das hat mir aber angezeigt, dass da nichts passieren kann. Warte mal, ich will aber auch den Loot hier irgendwie einsammeln. Ja, komm, der lebt noch eine Weile. Komm, komm, komm. Ganz schnell. Jetzt hier kein Teil irgendwie liegen lassen. Ach so. Der andere ist jetzt auch weg. Boah, ey, das sind so Momente, die ich echt hasse. Aber Gott sei Dank konnte man den NPC hier, glaube ich, nicht verletzen. Ich glaube, das, was der verloren hat, das ging von den Gegnern aus. Are you finished? Your mother is worried about you. She sent us here to find you. So quit with the whining and let us take you home already. Warum fragt denn keiner den Kleinen, warum er nicht zurück zu seiner Mama will? Vielleicht ist die doof zu Stay ihm. Close, all right? Don't go wandering off. Hey, Mister. Was Mommy really worried about me? She sure was. So let's go home and have you apologize, all right?
Das wird 100 pro noch mehr passieren hier. Warte mal, ich werde mich mal sicherheitshalber einmal heilen. Und so langsam sollte ich wirklich überlegen, mein Geld auch dafür zu nutzen, um mir ein bisschen Heilung noch einzukaufen. Ich weiß nicht, ob wenn ich jetzt vorrennen würde zur Mutter, ob das Spiel den automatisch hinterherzieht, aber irgendwie traue ich dem Braten hier noch nicht. Hauptsache, der kommt jetzt nicht in so ein... Ja, toll. So einen riesigen Gegnermob rein, der noch so richtig problematisch werden wird. So, aber die gehen relativ schnell down, das ist schon mal gut. Aber die fixieren den natürlich auch immer, ne? Guck mal, jetzt verliert er nämlich gerade extrem viel. Oh, das ist echt schlecht. Das ist verdammt schlecht. So, komm, lass den mal in Ruhe. Nein, nicht den angreifen. Okay, jetzt bin ich aber gleich hinüber, wenn ich nicht aufpasse. Nein, jetzt habe ich aus Versehen 2 genommen. Oh, das ist so gewöhnungsbedürftig, weil ich das halt erst so spät kapiert habe mit dem Steuerkreuz und Menü aufrufen und so. Jetzt wollte ich nämlich Kreis drücken, um das Menü zu schließen. So wie man das halt aus vielen anderen Spielen kennt. Und mit Kreis nimmst du dann halt noch so einen Trank und dadurch habe ich jetzt eine mittlere Erholung voll verschwendet. Quasi 200 Geld in den Sand gesetzt. Ich glaube, das werde ich jetzt nicht mehr schaffen. Kann ich ein bisschen vorrennen und die Gegner schon vorbearbeiten? Die kommen bestimmt erst, wenn der in der Nähe ist, oder? Och Gott. Der hoppelt aber auch gar nicht weiter, wenn ich nicht in der Nähe bin. Das spätestens jetzt dann... Da oben, ich hab's gesehen, am Schatten. Das spätestens jetzt auch sehr deutlich macht, dass man ihn tatsächlich auch begleiten muss. Oh, schade, dass ich nicht irgendwo oben links oder so auch seine Energieleiste mit angezeigt habe, sondern immer in seine Richtung gucken muss. So, ich mache mich jetzt so platt. Ist mir egal, wenn ich Energie verliere. Hauptsache, der frisst jetzt keinen Schaden. So, oh nein, 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 nein. Weg da. Weg da. Da lag eine Leiche. An der könnte ich mich jetzt eigentlich hochheilen. Ich finde es nur gerade echt beängstigend, dass ich diese Mission hier eventuell verkacken könnte. Ich weiß nicht, ob man die dann auch immer wieder starten kann, so. Boah, ey, der ist schon bei unter der Hälfte. Ich bin echt kein guter Verteidiger. Oh, ich kann mich doch manchmal nicht mal selbst verteidigen. So, sind jetzt hier wieder Gegner? Boah, das ist noch so weit. Das ist noch so weit. Kann ich dem keine Heilung geben oder so? Das würde mir ja schon helfen. Wo sind wir da hinten? Guck mal, da ist schon das Gerüst. Mit dem Block. Ich wette, es kommt noch ein Gegner-Mob und dann haben wir es. Ah, na toll. Ah, je weniger es sind, desto besser. Ich würde die gerne alle irgendwie auf mich ziehen. Wo ist der andere? Hauptsache, die gehen nicht auf den. Mir könnt ihr so viel Schaden machen, wie ihr wollt. Ja toll, jetzt zwinge ich den hier voll zu dem... den ich eigentlich beschützen soll. Oder kann ich dem doch Schaden machen? Aber ich glaube, wenn das ginge, dann wäre der schon längst tot. Weil der schon echt viele Schläge von mir abbekommen hat. So, Kumpel, einmal bitte da durch. Und jetzt lass uns bitte die Daumen drücken, dass hier nichts mehr kommt. Also das müsste dann aber wirklich die letzte Ecke sein. Und wenn, dann kommt irgendwas aus der Luft. Aber da ist die Mama schon... Vertragt euch bitte. Ich möchte euch nicht immer einsammeln müssen. Sie hat sich wirklich Sorgen gemacht. Ach, ihr seid wieder da. Vielen Dank, dass ihr ihn zurückgebracht habt. Gerne. Dein Kind ist aber nicht so glücklich, habe ich das Gefühl. Selbstsüchtiges Kind, wie kannst du es nur wagen, mir solche Sorgen zu bereiten? Hey, kein Grund, sich so aufzuregen. Nee, schnüffeln kann ich jetzt nicht. Schnüffeln, ich hab's gerade wie schnüffeln, aber schnüffen kann ich jetzt nicht, weil ich zu heiser bin. Mama, Mama, nein, nicht weinen. Hast du eine Ahnung, wie viele Sorgen ich mir gemacht habe? Es tut mir leid, Mama, bitte weine nicht. Ach, mir tut es auch leid, mein Schatz, ich hätte das nicht sagen sollen. Ach, Mama. Na los, mein Spatz, geh in dein Zimmer. Ich muss diesen netten Leuten hier dafür danken, dass sie dir geholfen haben. Okay, tschüss, Androiden. Ach Gott, ist der süß.
Wie so eine Aufziehfigur, die es früher in den Junior-Tüten bei McDonald's auch manchmal gab. Ja, als ich noch klein war, hießen die Dinger noch Junior-Tüten. Ich schwöre, manchmal denke ich, der Verstand meines Kindes gleicht einem Haufen klappernder Schrauben in einem leeren Eimer. Ich hätte nie gedacht, wie schwer es sein würde, vom Netzwerk getrennt zu sein. Dauernd missverstehen wir uns. Aber trotzdem machen mich die wenigen Momente, in denen wir verbunden sind, sehr glücklich. Das kann ich sehen. Danke nochmal, dass ihr ihn nach Hause gebracht habt. Das hier ist nicht viel, aber ich möchte es euch gerne geben. Aha. 10.000. Sehr großzügig, vielen Dank. Und schon wieder eine neue Stufe, jawollo. Tschüss. Ja, so langsam läuft's. Die Musik. Ohne Netzwerk scheint mir ein gegenseitiges Verständnis schwierig zu sein. Wohl wahr, es scheint aber auch Freude zu bereiten. Familienstreit abgeschlossen. Wie schön ich es immer finde, wenn sich die Musik so verändert und sich einfach den Situationen so toll anpasst. Es kommt aber manchmal auch extrem überraschend. Ich finde das so klasse. So, warte mal. Gab es jetzt im Dorf vielleicht irgendwas Neues? Weil ich dem gerade so den Rücken zudrehe? Nee. Den hier haben wir noch da. Das heißt, wir können als nächstes hier hingehen, weil das sowieso auf dem Weg zum Lager liegt. Und können das dann auch gleich mitnehmen. Und ich glaube, dann haben wir diese Mission auch beisammen. Ich weiß auch hier zwar nicht mehr, wer der ursprüngliche Auftraggeber war, aber das werden wir bestimmt herausfinden. Jetzt hätte ich mir eigentlich auch wieder ein Schwein organisieren können, aber egal. Laufen wir halt so. Ich verstehe hier teilweise sowieso nicht, wie sich die Musik aufteilt. Das ist total faszinierend. Weil das hier ist doch immer noch die Musik, die wir jetzt aus der aus der bestandenen Quest heraus jetzt bekommen haben, oder? Oder war das vorher auch so? Nee, hier in der Ruinenstadt war eine andere Musik. Die ist jetzt neu. Oder ich habe gerade wieder einen sentimentalen und höre Dinge raus, die ich vorher nicht rausgehört habe. Das kann natürlich auch sein. So, da können wir was sammeln. Ich könnte eigentlich auch mal wieder nachgucken, ob wir nicht schon von irgendwas 99 haben. Nicht, dass irgendwas beim Einsammeln dann schon verpufft. Das wäre ein bisschen traurig. Ich habe da schon wieder kritische Treffer plus 1 bekommen. Riku mit nur einem K. Habe ich auch schon mal geborgen. Bin ich mir ziemlich sicher. So, jetzt erstmal gucken, dass wir hier wieder sicher nach unten kommen. Warte mal, beim letzten Mal habe ich doch eigentlich eine ganz gute Route gefunden. War das hier so? Könnte eigentlich hinhauen, ne? Guck mal, hier kann man sogar wieder was sammeln. Ist das nicht schön? Die eine oder andere Kiste muss ich auch irgendwann noch holen. Da habe ich auch den einen oder anderen Zeitstempel gesehen. Aber das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, ne? In der vergessenen oder verlorenen Fabrik irgendwas mit V. Da gab es auf jeden Fall noch eine. Wo muss ich denn jetzt hin, wenn ich da meinen markierten Spot erwischen möchte? Am besten, ich laufe hier einmal rum, damit ich die Schlangen da nicht bekämpfen muss. So, hier liegt noch was. Baumsaat. Eigentlich ist mir auch hier völlig egal, was ich aufsammle. Hauptsache, wir bekommen Loot. Hoffentlich lässt das nie nach. Hoffentlich gewöhne ich mich nicht zu sehr dran, immer was einsammeln zu können, weil ich freue mich nach wie vor immer total über diese leuchtenden Pünktchen. Und wenn du dann auch noch andere Gebiete und so hast, ne, wo dann neue Sachen noch mit dazukommen können, ist das schon schön. Aber die besten Sachen findet man nach wie vor, habe ich das Gefühl, über die Questbelohnung. So, hier ist jetzt unser markierter Punkt. Ist der größer als sonst? Ich gehe mal auf Nummer sicher und speichere hier nochmal. Denn das Spiel hat schon mehr als nur einmal bewiesen, dass es echt hart mit einem ins Gericht gehen kann. Deswegen, ja, sollte das, glaube ich, eher der Standard als die Ausnahme sein. Zumal ich in schon so vielen Let's Playen vermasselt habe, regelmäßig zu speichern. Und das muss ja nun auch nicht sein. Okay, da hatte ich gerade extremes Glück. Ich dachte nämlich, der richtet seinen Schaden nur nach vorne aus. Aber ist nicht der Fall. Was für eine Stufe bist du eigentlich, Kumpel?
Habe ich jetzt gar nicht gesehen. Ich erkenne es immer noch nicht. 20. Ach, 20 kannst ja gar nichts. Ist ja auf der gleichen Stufe wie wir. Wir gehören auch seit kurzem zu den 20ern, weißt du? Kannst du uns ruhig mal gratulieren hier. So, aua, okay. Wow, jetzt hätte ich schwören können, dass der mich erwischt, aber Glück gehabt und das war's. Tschüssikowski. Bis zum nächsten Mal. Nicht. Hoffentlich. So, bevor wir jetzt irgendwas liegen lassen, einmal schnell aufsammeln. Nee, 3 von 4. 3 von 4, da geht noch was. Da geht noch was. Einmal bitte bergen. Da hinten hat es wieder geleuchtet, aber das ignoriere ich jetzt mal. So, und dann könnte ich eigentlich mal wieder versuchen zu angeln. Dadurch, dass ich das in letzter Zeit so selten gemacht habe, bin ich da irgendwie voll raus. Aber so kompliziert war das ja nicht, ne? Ich muss nur warten, bis der anfängt, komisch rumzuplanschen und dann... Das ist halt noch kein Planschen. Jetzt aber. Guck mal. Was ist denn das? Killifischmaschine. Schon wieder. Die haben wir schon mal irgendwann gefunden. Okay. Keine Ahnung. Ich habe mir auch irgendwann mal angeguckt, was das ist. Aber ich glaube, das war... Nee, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was das war. Aber wenn es mega gut gewesen wäre, dann hätte ich mich wahrscheinlich häufiger dazu animiert gefühlt, mal eine Runde angeln zu gehen. So, hier passieren jetzt erstmal spannende Dinge. Zuerst werden wir Daisuhama mal bergen. Und dann mal gucken. Ich glaube, Pünktchen haben wir momentan hier im Lager keine, oder? Oder, Spiel, oder? Ne, außer hier. Da kommen wir aber, würde ich meinen, jetzt von hier aus noch nicht hin. So, warte mal, ich werde gleich mal ganz kurz einen flüchtigen Blick in die Richtung werfen. Erstmal gucken wir hier, was wir noch so kaufen können. Eigentlich weiß ich ja schon, was ich will, nämlich einmal... Guck mal, ich kann mir sogar 2 kaufen. Das mache ich dann direkt auch. Wow, das wird dann echt schnell gehen. So viel fehlt nämlich gar nicht mehr. Und dann habe ich schon das Maximum erreicht. Also ist wahrscheinlich ein bisschen übertrieben. Ich kann mir vorstellen, dass das Spiel das eigentlich eher so vorsieht, dass man so nach und nach bis zum Ende des Spiels das einkauft. Aber ich finde das gut so. Ja. Du wirst bald wieder Besuch bekommen. Mach dir da mal keine Sorgen. So, dann können wir nämlich hier mal schauen, wie das aussieht. Plug-in-Chips. Jawohl. Sehr, sehr schön. Jetzt haben wir hier auch so viel drin. So langsam machen sich ja auch Unterschiede deutlich bemerkbar. Ich weiß noch ganz am Anfang, da waren alle 3 Optionen hier fast mit den gleichen Plugins versehen. Aber so ist das eigentlich ganz cool. Ich werde jetzt trotzdem mal kurz gucken, was er hier jetzt ausgerüstet hat. So, die verdiente Erfahrung ist hier mit drin. Warte mal, was ist denn dieser... Da ist noch voll viel freie Fläche. Die ja gar nicht befüllt hat. Warum? Warte mal. Automatisch? Ich habe doch das hier genommen. Ja? Hat er das nicht abgespeichert? Ich glaube, ich habe das nicht abgespeichert. So, und wenn ich jetzt auf Anpassen gehe, genau, dann kann ich jetzt sehen, was da alles mit drin ist. Genau, Übernahme, stärkt ferngesteuerte Feinde. Ja, ich weiß, das hatte ich mich in der einen Folge schon gefragt, was das hier soll. Kann ich Feinde irgendwie fernsteuern? Ich habe keine Ahnung. Ich muss das leider entfernen und mich dann stattdessen für irgendwelche anderen Sachen entscheiden. Hebt Angriff von Spieler und Feind auf. Aber was bringt das denn? Das gleicht sich doch auf 0 wieder aus. Oder nicht? Erhöht Bewegungsgeschwindigkeit, deswegen... Nehme ich das jetzt auch aus? Also ich will schon ganz gerne alles irgendwie zumindest grob verstehen, was mir hier hilft oder helfen sollte. Das heißt, ich mache das mal hier hin. So, und dann habe ich jetzt wieder ein bisschen Platz frei.
Unter anderem für verdiente Erfahrung könnte ich mir hier noch zusätzlich mit reinklatschen, aber ich glaube, ich habe das eigentlich schon drin. Keine Ahnung, ob sich das dann zusammenaddiert. Wo sind denn eigentlich die Sachen, die... Ah, okay, hier sind die, die ich schon ausgerüstet habe. Alles klar. So, warte mal. Das heißt, ab hier ist alles neu. Waffenangriff. 2%, 2%, 2%. Niederschlagangriffen. Okay, komm, dann nehmen wir mal dieses Fünfer-Ding für die Waffenangriffe noch mit rein. Die anderen brauchen mir jetzt zu viele Slots. Ich weiß immer noch nicht, was Niederschlagangriffe sind. Erhöht kritische Trefferrate. 1% und 7 Slots. Das ist aber ganz schön teuer. Das ist ganz schön teuer. Stärke Projektilangriffe. Das ist sehr interessant. 2. Guck mal. Plus 4%. Und hat aber weniger Slots. Okay. Das hier will ich auch auf jeden Fall drin haben. Dann haben wir hier nochmal 4%. 8%. Okay, warte mal. Kriege ich das da noch mit reingedrückt? Ich glaube, ganz knapp nicht. Oh, ist das bitter. Ist das bitter. Aber warte mal, ich will mal kurz gucken. Das, was ich jetzt hier habe, das sind 10% für 19 Slots. Warte mal, warte mal, warte mal. 10% für 19 Slots. Was war denn das hier nochmal? Ach so. Ich wollte jetzt nochmal ganz kurz gegenrechnen. Was ist das? 2 Sekunden Unbesiegbarkeit nach erlittenem Schaden. Das ist auch sehr interessant. Das heißt, ich komme dann nicht mehr in die Situation, dass jemand mir mehrfach hintereinander weg in kürzesten Zeitabständen Schaden hintereinander machen kann. Reduziert physischen Schaden, das ist auch so gut. Warte mal, ich muss mal kurz gucken. Genau, bei der Feuerkraft wollte ich schauen, weil ich glaube 10% mit 19, das ist ein bisschen zu viel. 10%, weil hier habe ich 8% für nur 7 Felder. Das ist vom von den Feldern, die das halt für sich einnimmt, ist das, glaube ich, viel, viel sinnvoller. So, jetzt haben wir hier Waffenangriff. Kann ich eigentlich irgendwo sehen, in Slots ausgedrückt, wie viele ich noch frei habe da? Sehe ich das hier irgendwo? Da oben rechts, ne, benutzter Speicher. 86 von 104. Das heißt, ich habe jetzt noch 14, 18 habe ich jetzt noch. Okay. 18. So, was ist mir noch wichtig? Ja, ich lande immer wieder bei der Feuerkraft, ne? Ich glaube, ich werde das jetzt hier noch reinballern. Und dann nehmen wir noch... Warte mal, wie viel Platz habe ich jetzt noch? 4 plus 7... Okay, also 11. 11, 11, 11. Physischen Schaden um 2%. Physischen Schaden um 4%. Ich glaube, dann werde ich das jetzt hier noch reinballern und bin dann erstmal zufrieden. Ja, hat jetzt ein Weilchen gedauert, aber ich glaube, das ist eine Kombi, mit der ich echt gut leben kann. Sehr schön. Ich freue mich. Vielleicht werde ich mich da offscreen irgendwie nochmal ransetzen und das nochmal überarbeiten oder so. Wenn ich lustig bin. Was ist denn da gerade kaputt gegangen? Habe ich gerade irgendjemandes Flasche oder so umgehauen? Keine Ahnung. So, ich wollte jetzt nur gucken, ob ich hier vielleicht was übersehen habe. Ich glaube aber nicht. Da liegt auf jeden Fall was, was ich sammeln kann. Einmal bitte durchlassen. Dankeschön. So, 200G. 200G, das ist gar nicht mal so wenig. So, hier gibt es aber nach wie vor keine Möglichkeiten, weiter in die Richtung zu laufen. Hier kann ich noch was sammeln. 100G. Ja, ist doch nett. Ich weiß, dass nett der kleine Bruder von Scheiße ist, aber auch der kleine Bruder von Scheiße kann nichts dafür, dass sein großer Bruder Scheiße ist. Deswegen ist der kleine Bruder ja vielleicht cool, ne? Geschwister sind ja nicht immer gleich. Ja, ich und meine Lebensweisheiten schon wieder, ich weiß. So, dann muss ich jetzt, auch wenn es mir ein bisschen in der Seele wehtut, hier ein bisschen aufstocken. Es lässt mich auch gerade meine Stimme im Stich, keine Ahnung, ist wahrscheinlich ein Zeichen oder so. Ich muss das jetzt machen. 25. Damit werde ich jetzt erstmal eine Weile auskommen.
Wir werden ja sowieso für den letzten großen Kapazitäts-Plug-in-Chip-Einkauf, was für ein Substantiv, werde ich ja bald sowieso nochmal hierher müssen. Denn so lange dauert es ja nicht, bis ich das Geld wieder beisammen habe. Deswegen bin ich da guter Dinge. So, irgendeine E-Mail jetzt? Nö, sieht nicht danach aus. Alles klar, dann können wir uns jetzt wieder hier umschauen. Mal gucken, was wir machen können. Hier haben wir Tempostern. Ich wollte jetzt über die Brücke. Ich glaube, die Brücke war mein neues Wunschziel, nämlich genau diese hier, genau. Hier haben wir nämlich Fotos. Also wie gesagt, sollte sich herausstellen, dass mir die Gegner hier zu krass sind, so vom Level her, dann mache ich immer noch Kehrt. Und ich werde dann auch ja, vielleicht irgendwann demnächst mal die Hauptstory wieder ein bisschen weiter spinnen, einfach um zu gucken, wie es dann weiterläuft und alles und überhaupt und wo mich die Reise hinführt. Denn ich muss sagen, Ressourcen sind wichtig. Okay, Trophäe freigespielt, freue ich mich. Wahrscheinlich, weil ich schon so viel geplündert habe, ne? Bin jetzt hier schon so lange in der Gegend unterwegs. Hoch. Gerade fast in die Tiefe gestürzt. Gibt es ja keine Möglichkeit hinterrücks irgendwie. Doch, gucke mal da. Guck mal, ich bin auch noch im Rennmodus, das heißt... Jawohl, das sah gerade irgendwie ein bisschen knapp aus, aber es hat ausgereicht. Was ist denn da oben los? War ich da schon mal? Das sieht hier irgendwie ein bisschen gefährlich aus. Okay, auf jeden Fall sind hier Gegner. Aber die sind mit einem Level unterwegs, wo sie mir nicht allzu viel tun. Ja, also die Verstärkung meiner Projektilangriffe ist natürlich, das ist natürlich ein riesiger Segen, ne? Nicht unbedingt gegen kleine Viecher, die kann ich auch so mal erledigen, aber gerade wenn du so fette Riesengegner vor dir hast, wo es echt gefährlich ist, sich denen zu nähern, dann kann ich, bevor ich elendig verrecke, wenigstens so ein Stück weit auf Zeit spielen bei einigen. Ich habe jetzt trotzdem keine Lust, demnächst wieder so einen Kampf wie gegen Servo zu machen. In der vorletzten Folge war das, glaube ich. Aber es ist gut, wenn man weiß, dass man da ein bisschen mehr Power hinter hat. Auch wenn die Prozentzahlen natürlich teilweise echt ein Witz sind. Aber ich glaube, je weiter man voranschreitet, desto bessere Sachen findet man, ohne dass die da so viel Platz wegnehmen in dieser Pot-Dings-Konstruktion. Kann es sein, dass ich auch hier was Neues bekommen habe? Das hier ist neu. Entfesselt eine Druckwelle, die Feinde in der Nähe einsaugt. Fügt denen das dann auch Schaden zu oder konzentriert die das nur oder konzentriert die nur die Gegner an einem bestimmten Punkt? Keine Ahnung. Wann habe ich eigentlich das letzte Mal gespeichert? Okay, da ist eine riesige Maschine. Die stand da, glaube ich, beim letzten Mal noch nicht. Welches Level hast du, Kumpel? Bist du überhaupt böse? Bist du böse? Ich glaube, das war ein Ja. Welches Level hast du? Ich sehe dein Level nicht. Jetzt, 23. Warum wurde das erst so spät eingeblendet? Ich glaube, mit 23 kann ich leben, wobei ich trotzdem vorsichtig sein muss, weil wir haben, glaube ich, schon durchaus auch 20er gehabt, die absolute Bestande sind, auch ordentlichen Schaden auszuteilen. Aber trotzdem ist das jetzt kein Gegner, wo ich sage, der hält mich jetzt davon ab, hier weiterzugehen. Also wenn du der Wachpfiffi hier für den Hinterbrückenbereich bist, dann wirst du deiner Aufgabe jetzt leider nicht gerecht werden können. Tut mir echt leid für dich. Auch wenn du ein sehr gewissenhaftes und fleißiges Bienchen bist, ja. Also wenn ich deinem Chef über den Weg laufe, dann werde ich ihm sagen, du warst stets bemüht, okay? Ich weiß nicht, ob den das tröstet. Wahrscheinlich eher nicht. Aber sein persönliches Wohl liegt mir auch gerade nicht allzu sehr am Herzen, wenn ich ehrlich bin. So, das war jetzt aber kein Missionsgegner, obwohl der so aussah wie diese anderen Viecher, die wir schon für die Maschinenteile-Mission da bekämpfen mussten. So, guck mal, nach langer Zeit mal wieder in einem Eckchen unterwegs, wo ich noch nie war. Das heißt, hier könnten jetzt wieder überall Kisten sein. Wobei es auch überall Kisten geben könnte in Ecken, wo ich schon gewesen bin, ne? Die ich einfach nur links liegen gelassen habe. Muss ja dann am Ende nichts heißen.
Was ist das? Das sieht irgendwie schön aus. Ich habe auch in einem der, oder unter einem der ersten, oh, hier ist wieder so eine versperrte Kiste. Unter einem der ersten Videos habe ich auch mal gelesen, dass das Spiel so ein Stück weit, also gerade hier mit der Ruinenstadt, an Enslaved erinnert, Odyssey to the West. Und da muss ich zustimmen. Also als ich da hier gerade reingeguckt habe, überkam mich auch wieder die Erinnerung an das Spiel. Das hat übrigens Evil Bloody Eyes von nicht allzu langer Zeit, obwohl inzwischen ist das auch schon wieder ein paar Monate her, Let's Played. Ich hatte das auch irgendwann mal auf dem Schirm, bis ich dank euch so viele schöne JRPGs kennengelernt habe, die ich auf meine Liste gesetzt habe und jetzt schon gar keinen Bock mehr drauf habe. Also auf Enslaved meine ich. Wow. Ist das schön. Oh mein Gott. Gibt's hier gar keine Gegner? Was war das früher mal? Also durch die Rolltreppen? Keine Ahnung. Sowas wie ein Einkaufszentrum oder so? Was jetzt, was sich die Natur jetzt quasi wieder zurückgeholt hat? Ich habe keine Ahnung. Lass mich mal hier ein Stück weit die Ränder ablaufen, einfach weil das hier irgendwie alles so so saftig und so detailliert ist. Ich bin gerade voll geflasht, obwohl das nur ein ganz normaler Raum ist, der eigentlich im Stil der restlichen Spielwelt gehalten ist, nur eben ein bisschen grüner. Ich glaube, so kann man das zusammenfassen, ne? Was haben wir hier? Nüscht. So, ich will trotzdem mal die Ränder ablaufen wegen Kisten und ich habe schon gesehen, dass wir dann noch oben kommen. Oh Gott, das ist ja ein Loch. Ich dachte gerade, ich finde das hier schon wieder auf ganz peinliche Art und Weise mein Tod. Aber ich glaube, da wird man nicht runterfallen können, schätze ich mal. Irgendwie habe ich jetzt schon das Gefühl, wieder 10.000 Kisten ausgelassen zu haben. Kann ich lesen, was da drauf steht? Leider nicht. Oh. Schade eigentlich. Schon wieder ein Aufzug, den wir nicht bedienen können. Kommen gar keine Erinnerungen an die Fabrik oder so hoch. Nein. Überhaupt nicht. Also wenn ich einmal lerne, wie man Aufzüge repariert, dann habe ich jetzt schon hochoffiziell zwei Orte, die ich nochmal aufsuchen möchte. Komme ich da irgendwie nach hinten? Sieht nicht so aus, oder? Nee. Voll die unsichtbare Wand, weil eigentlich würde sie da locker vorbeipassen. Schon wieder eine Mondträne, habe ich, glaube ich, in einem Kommentar gelesen, ne? Im Vergnügungspark haben wir nämlich diese Blume auch schon gesehen. Die kannst du aber eigentlich auch kaum übersehen, so wie sie strahlt. Ich muss sagen, durch diese Blume habe ich, auch wenn das storytechnisch überhaupt nicht passen würde, trotzdem so ein Stück weit die Hoffnung, dass vielleicht hier noch irgendwelche Anspielungen an oder zu keine aus dem ersten Teil noch kommen werden. Weil das war halt auch so mein erster Gedanke, als ich die erste Blume da im Park gesehen habe. Und ja, es würde mich freuen, auch wenn diese Geschichte hier, wie war das, 1000 Jahre nach dem ersten Teil spielt oder so. Aber in Videospielen ist halt alles möglich, ne? Also wer weiß, was sich die Entwickler da noch haben einfallen lassen. Ich meine, diese Blumen haben auch über die Zeit hinweg überlebt. Vielleicht gab es ja Mittel und Wege, auch die Leute von damals hier irgendwie mit rüber zu holen. Keine Ahnung. Gut, ihr Lieben, wir werden auf jeden Fall unsere Erkundungstour hier in dieser Ruine beim nächsten Mal fortsetzen. Dann vielleicht auch mit der Hauptstory weitermachen. Das hängt dann davon ab, wo wir hier landen und was dann noch offen sein wird. Und da hast du nicht gesehen. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut, ihr Lieben, und bis dann. Ciao.